Die Volksinitiative für eine maßvolle Zuwanderung oder kurz auch Begrenzungsinitiative verlangt vom Bundesrat, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU einvernehmlich außer Kraft zu setzen oder dann einseitig zu kündigen. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, diese Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Wer auf eine einvernehmliche Lösung mit der EU vertraut, wird, wie sie die Initiative propagiert, spielt mit dem Feuer. Für die EU ist die Personenfreizügigkeit, das wissen Sie, eine Prinzipienfrage. Sie ist eine der vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes und ohne Personenfreizügigkeit können Drittstaaten daher auch nicht den privilegierten Zugang zum Binnenmarkt geltend machen. Es besteht kein Zweifel, eine Kündigung der Personenfreizügigkeit würde den bilateralen Weg als Ganzes bedrohen. Der bilaterale Weg bedeutet Wohlstand und 860.000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Schweizer Wirtschaft hat 2018 Waren im Wert von über 120 Milliarden Franken in die EU-Länder exportiert. Das sind nach wie vor über 50% aller Warenexporte der Schweiz. Für den Bundesrat ist aber ebenso klar, wir wollen nur so viel Zuwanderung wie nötig. Der Bundesrat hat stets anerkannt, dass die Personenfreizügigkeit auch mit Herausforderungen verbunden ist. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den bilateralen Weg mehrfach bestätigt. Der Bundesrat will mit seinen heutigen Beschlüssen sicherstellen, dass wir den bilateralen Weg weitergehen und stabilisieren können.